Dank. Nein. Herzlichen Dank. Zauberhaft, Dankeschön. Ich war letztens mit meiner Frau in einem sehr netten Restaurant essen, das ein italienisches Ehepaar gepachtet hatte. Es war in Rom. Wenn ich eins hasse im Ausland, dann sind es die Deutschen, die in so einem Lokal sitzen, Hemd auf bis zum Bauchnabel, Badehose. Gummilatschen und dann zum Kellner: Ey Gaston, komme du, trinki trinki und mangiare, aber pronto. Ich spreche dann mit meiner Frau immer Schwedisch. Ja, ist doch wahr. Man kann doch wohl verlangen, dass wenn jemand verreist, dass er sich in den wichtigsten Weltsprachen Englisch und Spanisch verständlich machen kann. Wenigstens die gebräuchlichsten Wendungen, wie Sangro a menudo por la nariz. Das heißt, ich habe häufig Nasenbluten. Ja, Sie lachen. Das kann man öfter anwenden, als Sie glauben. Das passt fast auf jede Frage. Wie geht es Ihnen? Sangro a menudo por la nariz. Was machen Sie beruflich? Sangro a menudo por la nariz. Sind Sie glücklich verheiratet? No. Sie kennen doch aus den Ferienclubs diese Achtertische, wo man abends beim Essen immer wildfremde Menschen drangesetzt kriegt und bevor der Tisch nicht voll ist, gibt es nichts zu fressen. Ne? Tja, faszinierendes pädagogisches Modell. Und da saß ich mal einen Abend im Urlaub an einem Tisch mit 7 Argentiniern. War wunderbar. Wir haben 4 Stunden über meinen Nasenbluten gesprochen. Und das Schöne war, je weiter der Abend fortschritt, desto mehr spanische Brocken kehrten in mein Gedächtnis zurück. Dinge wie: ¿Dónde está la salida B? Wo ist Ausgang B? Oder: La Suiza ist la torre de la iglesia, no tiene desperdicio. Die Aussicht von diesem Kirchturm ist ganz toll. Oder: Me quemaron la pipa. Ich habe mir die Pfeife verbrannt. Und wo ich die Landessprache nicht so fließend beherrsche, wie es leider Gottes im Italienischen der Fall ist, da habe ich natürlich einen kleinen Reisesprachführer dabei. Und so las ich dann dem Ober vor, als er kam: Vorremmo bere e mangiare qualcosa per favore. Sagt er: Ist schon gut, ich bin vom Bottrop weg. Oder so. Jetzt gehöre ich ja auch nicht zu den Leuten, die versuchen überall im Ausland Wiener Schnitzel oder Eisbein mit Sauerkraut zu kriegen. Nein. Ich möchte doch wissen, was hält das Land für mich bereit? Und so sagte ich: Bitte bringen Sie mir die Spezialität des Hauses. Sagt er: Ist das Ihr Ernst? Ich sage: Ja, was immer es ist, bringen Sie es mir. Ich werde hier sein, wenn Sie damit kommen. Ja, dann gab es noch eine Suppe vorher, einen kleinen Salat noch und dann kamen die Hauptgerichte. Für meine Frau: Scaloppa alla Milanese. Das ist eine Art Wiener Schnitzel. Und für mich die Spezialität des Hauses. Es war ein Vogel. Ein kleiner Vogel. Er lag ganz allein auf einem kleinen weißen Teller. Das Köpfchen hing so halb über den Rand. Ein Auge auf, eins geschlossen. Füße und Fußnägel vollständig erhalten. Jetzt habe ich noch jede Suppe ausgelöffelt, die ich mir selber eingebrockt habe. Die Frage in diesem Falle war ja nur: Wie?
Und bei allen Vorbehalten gegenüber einem Land wie Amerika. Unzureichendes soziales Netz, katastrophale Waffengesetzgebung. Eins können wir von den Amerikanern lernen. Man kann alles essen, was auf der großen, weiten Welt nur irgend vorstellbar ist, solange es zwischen zwei Brötchenhälften passt. Ich klemmte also dem Vogel den Kopf zwischen die Beine, drückte ihn ein bisschen platt, nahm zwei Weißbrotscheiben, pappte ihn dazwischen und begann zu essen. Die Gespräche in dem Lokal waren mittlerweile verstummt. Auch meine Frau sagte nichts, was sie ihr hoch anrechnete. Nur es ist ja so, sobald unsere Nahrung den Magen passiert hat, gelangt sie an eine Pforte, die ihr den Eintritt in den Darmtrakt gestattet. Als diese Pforte sah, was da kam, machte sie auf der Stelle dicht. Die Spezialität des Hauses lag also von Stund an wie ein Stein in meinem Magen und gärte. Die sich entwickelnden Gase drückten Magensäure durch die Cardia, den Magenmund, zurück in die Speiseröhre. Der Mediziner spricht in diesem Zusammenhang von gastroösophagealem Reflux. Das bewirkt das, was der Laie Sodbrennen nennt. Ab und zu zwängten sich stecknadelkopfgroße Gaswölkchen an den aufsteigenden Magensäften vorbei, durch die Speiseröhre an die Außenwelt und machten sich in Form zierlicher Bäuerchen bemerkbar. Etwa so. Die Verbindung dieser Gase mit Sauerstoff ergab ein offenbar äußerst aggressives Gemisch. Und meine Frau sagte, boah. Wenn mich mein Augenschein nicht eines Besseren belehren würde, könnte man meinen, du bist tot. Seit längerer Zeit. Ich saß da, wurde dicker und dicker. Dann sagt sie zum Ober, haben Sie vielleicht ein Verdauungsschnäpschen? Spezialität des Hauses, ja. Er brachte dann etwas, das aussah, roch und schmeckte wie Klärgrube. Aber es tat gute Arbeit. Ich trank das Zeug auf Ex und mit einem Mal öffneten sich sämtliche Pforten des Körpers sperrangelweit. Der Vogel kannte das Getränk offenbar, denn er begann zu rennen. Ich begann ebenfalls zu rennen. Und wir erreichten die Toilette fast gleichzeitig. Sie war übrigens besetzt. Aber wir wollten da sowieso nicht nochmal essen gehen im Lokal. Und